Am letzten Tag des Monats veröffentlicht die Arbeitsagentur immer die aktuellen Zahlen. Im Sommer steigt die Arbeitslosigkeit für gewöhnlich an, so auch 2018. Doch diese Erhöhung fällt diesmal sehr gering aus. Deutschland ächzt unter der Hitze. Auch in der Chefetage der Arbeitsagentur herrschen tropische Temperaturen. Aber die aktuelle Statistik bringt Agenturchef Andreas Fleischer nicht ins Schwitzen. Ja, die Temperaturen gehen hoch, jetzt Ende Juli und leider auch die Arbeitsmarktzahlen bei den Arbeitslosen. Wir haben eine leichte Erhöhung der Arbeitslosigkeit um rund 100 Personen, bleiben aber bei der Arbeitslosenquote nach wie vor bei 4,7%. Das ist eingeordnet in Sachsen die zweitniedrigste Arbeitslosenquote und seit dem Vormonat unverändert. Die Besonderheit, der Trend, der sich im Vorjahresvergleich immer wieder darstellt, ist, dass wir zum Vorjahr rund 1700 Personen weniger in der Arbeitslosigkeit haben. Haben also einen Rückgang von knapp 18%. Und was besonders bemerkenswert ist, dass es gelungen ist, dass die Beteiligung der Langzeitarbeitslosen am Rückgang der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich war. Das heißt, dort ist innerhalb eines Jahres die Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen um immerhin 24% gesunken. Für den Rückgang der Arbeitslosigkeit kommen nur zwei denkbare Faktoren in Frage. Es gibt mehr Arbeit oder es gibt weniger Menschen. Was ist es, was die Zahlen hier in der Region so niedrig hält? Also wir haben einen hohen Beschäftigungsstand bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, wenn der auch zum Vorjahresquartal etwas zurückgegangen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen stärker ihre Arbeitskräfte halten, auch über leichte Krisensituationen hinweg. Und das Arbeitsangebot an sich ist grundsätzlich tendenziell zunehmend. Vor der Tür steht auch das nächste Ausbildungsjahr. Auf dem Ausbildungsmarkt ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten wie auf dem Arbeitsmarkt. Die Situation ist ziemlich stabil, aber man merkt auch hier die Sorgen der Arbeitgeber. Während wir bei den Bewerbern selbst einen leichten Rückgang von 1,5%, also unwesentlich haben, haben wir einen starken Anstieg bei den gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen von immerhin 13% gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildungsstelle suchen, haben sehr gute Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir sozusagen den Schlusssport begleiten. Ausbildungsbeginn wird ja jetzt schon im August, teilweise im September sein. Und wir versuchen insbesondere die Jugendlichen noch zu unterstützen, die im Moment noch ohne Alternative dastehen. Eine der letzten großen Veranstaltungen für Jugendliche war die Last-Minute-Börse vor einem Monat. Hier konnten noch einige Betriebe und Bewerber zusammengebracht werden. Also diese Last-Minute-Börse haben wir ja ganz bewusst an den Anfang der Ferien gesetzt. Wir hatten eine überraschend gute Resonanz, fast 400 Jugendliche mit Eltern, die das Angebot genutzt haben. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Einzelberatungen. Wir machen also keine Aktion mehr, aber wir versuchen unsere Vermittlungsdienste, Beratungsdienste jetzt in den nächsten Tagen noch anzubieten, damit der ein oder andere noch runterkommen kann. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Bereich der Arbeitsagentur Plauen. Binnen Jahresfrist ist die Arbeitslosenquote von 5,4 auf aktuell 4,8% gesunken. Auf dem Ausbildungsmarkt kommen derzeit rein rechnerisch auf einen Bewerber rund zwei mögliche Lehrstellen.